Der Eine sichere Minute Zugang von später wird ein Beiboot zu Wasser gelassen. Ah, seht ihr? Und ein zweites. Und ein Seht ihr? drittes. Seht ihr? Ein Beiboot, bemannt mit, das sieht wohl aus wie Offiziere, allesamt gekleidet in eine stattliche Uniform, und die anderen zwei Beiboote mit, ja, das sind wohl Schützen. Und Ich glaube, sie wollen uns zu sich rüber eskortieren. Sehr freundlich. sie werden mit Grund vorsichtig sein. Sie werden es schließlich nicht wagen, einen Mann von Stand ohne Beweise einfach so festzunehmen. Hoffentlich. Nun gut. Ja, es dauert ein bisschen. Die Leute fangen an zu rudern, beziehungsweise lassen sich rudern, und dann seid ihr ungefähr noch 10 Meter voneinander entfernt, also auf gute, ja, Sprechreichweite. Müsst nicht wirklich rufen, ein bisschen Entfernung ist noch, aber ihr könnt auf alle Fälle die Gesichter ausmachen. Vor euch ein stattlicher Mann mit einem unglaublich genialen Schnauzbart, gewachst, seine Haare nach hinten gegelt, eine Uniform, die von Verzierung, Auszeichnungen nur so zugehängt ist, und ein Offizierschwert an seiner Seite. Ihr seid euch sicher, dieser Mann hat lange, oft und gut gedient. Er erhebt sich, zieht einmal seinen Hut und begrüßt euch dann. Mein Name Hier ist auch mal. Korvettenkapitän Nersand Hinterbruch. Wer seid ihr? Hier auch meinen Hut. Ich bin derzeit Kapitän Jalan von Schnattermoor. Wir sind Kapitän dieser provisorische. Dämonenarche. Provisorisch. Das ist keine provisorische Arche. Nein, provisorischer Kapitän. Das Objekt wurde im Namen der Götter und des Reiches in Besitz genommen und wird auch in seinem verbleiben. Ebenso werden seine treuen Diener entscheiden, was letztendlich mit ihr passiert und wer sie führt. Jalan, wir sollten Ihnen sagen, dass wir Befehle vom Reichsgroßadmiral bekommen haben. Nachricht von Rudon von Mendena. Die Natürlich. dürfen ja ohne seinen Befehl folgen. Wir überführen diese Arche derzeit im Namen des Reichsgroßadmirals in die Nähe von Festum, um Versorgung und Nachschub aufzunehmen. Danach werden die Götter und ihre Diener entschieden, wie weiter verfahren wird. Entscheiden, verzeiht. Nun, dann begleitet uns doch an unser Schiff, und wir können dort einige Formalien klären. Was gibt es zu klären, was wir nicht hier klären können? Mir ist es sicherlich wohler, wenn ich mich nicht auf der offenen, blutigen See mit euch unterhalten muss, denn seid euch eins gewiss, ich kenne dieses Gewässer lang genug, als dass ich weiß, dass direkt unter uns eine Krake sitzen könnte. Ich weiß nicht, mit welcher Offenheit oder Falschheit ihr spielt, aber ich bin mir sicher, dass es auf unserem Schiff genug zu essen geben wird, um euch zu versorgen, im Namen der Gastfreundschaft Travias. Gleichwohl wollen wir diese Einladung doch, ich schau mal zu meinen Kameraden, sicherlich gern annehmen. Wenn ihr göttergefällige Männer seid, dann achtet ihr die Einladung unter Travias Namen. Und dann wollen wir uns die Göttergefälligkeit doch nicht absprechen lassen. Wir werden euch auf euer Schiff folgen, alles Weitere dort in Ruhe besprechen können. Er scheint zufrieden. Er setzt sich dann wieder hin, und das Rudern beginnt von neuem. Ihr könnt, als sich das Ruderboot dreht, eine weitere Person auf diesem Boot ausmachen, die bisher noch nichts gesagt hat, und auf dessen Schulter jetzt ein Falke. Ja, nicht Schulter, er hat einen Greifhandschuh an, mit der man solche Vögel dann unter Kontrolle bringen kann, und landet gerade darauf. Wie sieht diese Person aus? Wobei handelt es sich denn? Ja, ihr seht eine junge Frau, vielleicht 20, 25 Götterläufe alt oder jung, je nach Geschmacksrichtung. Mit langem rotem Haar, recht einfache Lederkleidung. Man weiß ja bei diesen Wetterverhältnissen nie, was man gerade so braucht. Einen entsprechenden Umhang, der von einem Wappensymbol gehalten wird. So, und mustert die Gemeinschaft neugierig.
Da ist also der Vogel hin. Magister? Ja? Sehr es mir auch fast widerstrebt, das zu sagen, aber habt ihr zufällig den einen oder anderen Plan in der Hinterhand, falls Korvettenkapitän nicht mit offenen Karten spielt? Mir fehlen ein wenig die Möglichkeiten nach der letzten Nacht und den letzten Tagen. Ich bin arg erschöpft. Vielleicht würde es nur noch zu einem kleinen Trick leisten, aber verlass dich nicht darauf, dass ich uns alle wieder zurückbringe. Natürlich, vielen Dank. In diesem Fall werden wir uns auch, was auch immer auf diesem Schiff passiert, zwangsweise fügen müssen. Aber das muss er ja nicht wissen. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Sie fahren vielleicht auf einem anderen Fluss, aber alle Flüsse münden doch in das gleiche Meer. Also, ich meine, ihr Ziel, ihr langfristiges Ziel ist ja nicht so unterschiedlich wie das von uns. Ihre Methoden könnten aber durchaus unseren zuwiderlaufen. Vor allem da ihre Loyalitäten, vermutlich erst in Bornland liegen und dann bei den Göttern. Das stimmt. Vielleicht hat sie natürlich auch unser gemeinsamer Freund hierher beordert, um uns abzufangen. Wir werden es herausfinden. Oh, dann legt Alan sich wieder in den Riemen. Ja, nach weiteren 5 Minuten kommt ihr auf der anderen Seite an. Und euch wird dann auch eine Trittleiter hinuntergereicht. Wenn ihr oben ankommt, könnt ihr sehen, dass hier wohl schon sowas wie ein Tisch aufgebaut worden ist. Viele Stühle, die da daneben gestellt worden sind. Ein großer Krug oder mehrere große Krüge mit Wasser stehen dort bereit und Brot, was dort schon aufgeschnitten worden ist. Auf der einen Seite sitzen die Offiziere und zwar von Wichtigkeit in der Mitte, links und rechts abnehmend, Nerjan Kumat von Nersan Hinterbruch, der Korvettenkapitän, der sich euch bereits vorgestellt hat. Das ist derjenige, dem wohl diese kleine Expedition, nenne ich es einfach mal, denn diese 4 Schiffe gehören zusammen, überall das Festumer, die Festumer Flagge zu erkennen, also obwohl eine, die hängen wohl miteinander zusammen. Und er kümmert sich darum, dass das hier alles klappt. Dann können wir auf seiner linken Seite sehen, Alrik Sey, Leutnant zur See. Auf seiner rechten Seite Doschek. Das ist wohl ein gelehrter Mann, vielleicht ein Hesindegeweihter, das könnt ihr nicht genau erkennen. Zumindest erinnert er euch sehr stark daran. Und überall verteilt weitere schwere Söldner. Auf der weiteren linken Seite jemand mit dem Namen Wartenberg, der sich auch so vorstellt. Ob das ein voller Name ist, wisst ihr nicht. Vorname, Nachname, keine Ahnung. Auf alle Fälle ein Effert-Bruder, ein Priester. Achtung, Priester, kein Geweihter. Von Effert. Und erkennt man an seiner Tracht, was für einen Rang er hat? Er hat keinen Rang, er ist ein Effert-Bruder. Also einfach Menschen, die ausziehen und alles zu Klump hacken, was nicht göttergefällig ist. Du hast mit diesen Menschen bisher noch wenig Kontakt gehabt. Ihr Ruf ist gemischt. Ja, sie tun natürlich Dinge für Effort, aber sie sind unglaublich brutal. Unglaublich brutal. Und auf der weiteren rechten Seite, sowas wie eine Jägerin. Ausguck, zumindest diejenige mit dem Greifvogel auf dem Handschuh, die sich jetzt ebenso dazu setzt. Puh, danke für die Einladung, meine Herren. Kapitän, die Anwesenden. Wem verdanken wir also diese unerwartete Ehre hier auf der Blutigen See? Nun, höchstwahrscheinlich eure Manövrierkunst, möchte ich meinen. Ist gar nicht so einfach, so eine Arche zu steuern. Naja. Ihr wundert euch wahrscheinlich, götterfürchtige Leute an Bord einer Arche anzutreffen. Ob ihr göttergefällig seid, das wage ich noch nicht zu behaupten. Zumindest seid ihr nicht ungefährlich. Oder nehmt und respektiert die Gesetze von Travia. Ich würde ganz gerne erst einmal erklären, was ihr auf einer solchen Arche tut, bevor wir weitere Informationen mit euch teilen. Nun, ich bin mir sicher, mittlerweile sind wir bereits auf den Titelseiten des aventurischen Boten, aber falls nicht, habt ihr doch sicherlich von der Arche gehört, die vor Valusa erschien, vor einigen Tagen. Stunden, wenn ich mich nicht irre.
Vor einigen Tagen oder Stunden? Ich weiß nicht genau, wie lange wir schon auf See sind. Ephanaios? Wenn ihr lügt, solltet ihr eure Lügen vielleicht vorher besprechen. Bezichtigt ihr mich etwa der Falschrede, Kapitän? Vor einigen Tagen gab es zumindest keine Arche in Valusa. Nun, die Nachrichten werden euch demnächst erreichen. Wir selbst sind auf der Okuri von Kunchum nach Valusa gefahren. Dort sind wir dann Zeuge geworden, wie die Arche, die ihr dort hinter uns seht, die Stadt angegriffen hat. Wir konnten das heilige das Horn nutzen, um alle korruptiven Wesen zu lähmen, und haben die Gunst der Stunde genutzt und sind an Bord gegangen, um es zu entern, die Arche. Wir waren erfolgreich. Und jetzt segelt ihr so, mir nichts, dir nichts, mit einem gekaperten Schiff durch die blutige See und steuert auf was zu? Euer Kurs ist Richtung Nord. Richtung Nersund? In die Nähe, ja. Festung, um genau zu sein. Von dort kommen wir. Nun, dann könnt ihr uns sicherlich sagen, ob der Weg dorthin frei von Gefahren und unfreiwilligen Unbeteiligten ist. Wir wollen schließlich niemanden ohne Not aufschrecken. Kapitän, das beugt sich an. Die Männer dienen doch auch dem Reichsgroßadmiral. Vielleicht sollten wir sie über unsere Befehle informieren. Die Männer dienen dem Adelskonvent im Bornland. Sie gehören nicht zum Mittelreich. Nun, meine Herren, kennt ihr denn die Admiralität an? Oder gibt es hier eine Feindschaft? Oder sollte es hier etwas zu Problemen kommen? Schaut einmal zum Effert-Bruder hinüber. Der ist bisher ziemlich still und schaut dich und den Redenden an, je nachdem, wer das gerade ist. Am Ende des Tages, euer Ehren, wollen wir sicherlich alle dasselbe. Dieses Meer und die angrenzenden Ländereien ihren rechtschaffenen und göttertreuen Besitzern zurückgeben. Mittel der Wahl sind dabei manchmal etwas unorthodox, und jetzt gerade in diesem Moment fallen sie nun mal einmal auf die gekaperte Arche, die uns wenigstens Glück in die Hände fiel. Magister Brindigian, und Ephedas deutet zu dem Magus neben sich, hat bereits begonnen, die Bücher an Bord zu sichten und versucht, einen Bericht anzufertigen. Wir müssen so viel wie möglich über die Archen lernen. Ich bin mir sicher, dass wir sie irgendwann so weit unter Kontrolle haben können, dass sie voll und ganz auf unsere Befehle hört und sie, naja, wie sie eben voll unter Kontrolle haben. Selbst wenn das, wie ich zu sagen pflege, nicht der Fall sein sollte, ist es trotzdem wichtig, die Möglichkeiten zur Kontrolle und Zerstörung einer solchen Arche so genau wie möglich zu dokumentieren, auf dass man sie in Zukunft besser vernichten kann. Ihr versteht das sicherlich. Wir verstehen das. Man kann sehen, wie auf seiner linken Seite Alrixey einen Notizblock herausgeholt hat, beziehungsweise Logbuch, und gerade wie verrückt daran schreibt. Also gut, und euer aktuelles Ziel ist die Nähe von Festum? Richtig, wir gedenken an Land die Stadt zu betreten, einigen Nachschub aufzunehmen, einige sehr dringende Besuche in verschiedenen Tempeln zu tätigen und mit den Vertretern unserer Auftraggeber zu kommunizieren. Seid ihr gewillt, dass ihr eure Artillerie, so möchte ich sie bezeichnen, aufgebt und uns überlasst, damit ihr unbewaffnet in die Stadt einfahrt? Wir haben natürlich noch den gesamten Weg durch die blutige See offen und würden dies doch ganz gerne mit mehr Bewaffnung tun. Wenn ihr uns also diese Sachen übergebt, so wäre dies A, ein Zeichen, dass ihr diesen Vertrag wertschätzt, dass wir nun ja etwas bewaffneter als wir eigentlich sind. Und ihr könnt sehen, das Schiff strotzt vor Waffen. Also auch auf dem Oberdeck überall ist es voll. Die Leute, die Söldner, sind bestens ausgerüstet.
dass ihr uns nicht ganz so unbewaffnet durch die blutige See ziehen lasst und dass vor allem ihr, B, nicht mit Bewaffnung in Festum einfahrt. Habe ich, Kapitän, verzeiht, habe ich euch richtig verstanden, dass ihr mit euren 4 Schiffen gerade die blutige See ansteuert? Was bleibt uns denn anderes übrig? Festum hungert. Das ist ein ehrenhaftes Ziel. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass dadurch, dass wir diese Arche unter unsere Gewalt gebracht haben, die anderen Kapitäne der anderen Archen, die suchen nach uns, und es ist kein Tag vergangen, seitdem wir sie hinter uns gelassen haben. Ihr steuert geradewegs auf, ich weiß nicht, Brindijan, wie viele waren es? 8, 9? Ich Archen sah 8 verschiedene. Nicht 8 alle in unmittelbarer Nähe, aber doch 3 oder 4 waren es, die in Schlagreichweite waren. Dann tragt die letzte bekannte Position mit ihren Vektoren auf unseren Seekarten ein und wir können sie umfahren. Natürlich, sehr gern. Alles zu eurem Schutze. Nichtsdestotrotz, wie ihr euch sicherlich gewahr seid, befinden wir uns noch mitten in der blutigen See. In der Nun, gar kein Problem. Die Nordroute von hier aus ist gesichert. Dafür stehe ich mit meinem Namen und meinem Schiff. Ihr habt also keine weiteren Gefahren und braucht eure Kanonen gar nicht. Daraus wendet sich zu Wartenberg. Bruder, darf ich euch die Positionen auf einer Karte einzeichnen? Nun, das lasst doch lieber den Leutnant machen. Später. Wie ihr meint. Mit Verlaub, Herr Kapitän, aber die blutige See ist groß und ihr fahrt nur mit 4 Schiffen in enger Formation. Ich bin nicht Stellst bereit... Stellst du dich jetzt hinter Nerjan Kumat? Also, wenn du... Achso, Entschuldigung. Wenn du dich bis hierhin bewegst und dann weiter nach... Also, wenn du mehr als ihm die Hand geben willst, dann passieren Dinge. Nee, ich hatte dieses rein verwechselt, das war keine... Nee. Ah, ich muss nur nachfragen. Und so bin ich nicht bereit, mein Leben und das meiner Mannschaft am Ende des Tages darauf zu setzen. Wenn ihr wünscht, könnt ihr uns, falls es euch keine Umstände macht, entweder ein Schiff zur Begleitung mitschicken oder einige eurer Mannschaft auf unserem Deck positionieren, sodass sie die Ordnung wahren können. Nun, eine Art Pfand, möchte ich sagen. Eine Art Pfand. Ich denke, wir finden einige Freiwillige, die euch begleiten können in Richtung Festung. Jawohl. Ich werde dann dafür sorgen, dass sie sicher und in einem Stück wieder in Festung ankommen. Und dort könnt ihr sie dann, wenn ihr in einigen Wochen zurück in den Hafen lauft, wieder aufnehmen. Was gibt ihr mir in Austausch für die freiwillige Begleitung mit? Ja, dann ich denke, einige bei uns an Bord sind nicht so begeistert, auf einer Arche zu fahren. Vielleicht wollen sie sich hier den tapferen Männern und Frauen anschließen. Sehr wohl, mit eurem Einverständnis möchte ich einige Freiwillige bei uns sammeln, die sicherlich froh sind, den Rest ihres Dienstes auf eurem Schiff abzuleisten, anstatt auf diesem Ungetüm dort. Ist dies akzeptabel? Habt ihr weitere Punkte, die ihr anbieten könnt? Versteht mich nicht falsch, ich nehme natürlich gerne Freiwillige auf, die nicht gewillt sind, an so einem götterlästerlichen Ort zu bleiben. Aber wenn ich euch meine Offiziere und freiwillige Söldner und Soldaten mitgebe, dann, nun ja, sagen wir doch einfach einen Geiseltausch, wenn euch das etwas sagt. Das muss nicht unbedingt, nun ja, menschliches Gut sein, sondern das kann auch Munition sein, Waffen, Handelsgüter. Es handelt sich um Söldner ihres Standes und es gibt auch einen Priester des Kor. Ich glaube, er kann es kaum erwarten, wieder an die blutige See zurückzukehren. Sie sind, so etwas wie eine Waffe, könnte man sagen. Der Söldner hat sich, schon bevor wir dort waren, seltsam verhalten. Ich will, dass er vorher in einem Tempel überprüft wird. Der Geweihte, meine ich. Wollt ihr sagen, dass ihr mit gefallenen Priestern fahrt?
Er ist nicht gefallen, zumindest nicht soweit ich weiß. Und wenn doch, so ist er in Festungen, in den Tempeln sicherlich besser aufgehoben als an Bord eures Schiffes. Er ist ziemlich kampfwütig, das haben wir festgestellt. Aber nun, das ist auch nicht verwunderlich. Nichtsdestotrotz, zwischen der Mannschaft, die sich euch sicherlich mit Freuden anschließen wird, um den Verwundungen, die wir bei der Eroberung der Arche erlitten haben, bleibt nicht mehr gar so viel übrig, um das Schiff zu besetzen und in Gang zu halten. Ich kann euch also nicht mehr Männer anbieten. Ebenso haben wir noch gerade genug Munition und Pulver, um uns selbst zu verteidigen. Also kann ich euch ebenfalls davon nichts geben. Ihr müsst euch doch gar nicht verteidigen. Wie ich bereits sagte, die Nordroute von hier aus ist geklärt. Wie ich euch bereits sagte, bin ich nicht bereit, das Leben meiner Mannschaft darauf zu setzen. Seid ihr gewillt, dass wir uns dort einmal umsehen und das Ganze dann einmal überprüfen, damit alles seinen gerechten Gang geht? Selbstverständlich, so wie Ayas Allsehen im Auge das Land nicht verwehrt wird, wollt ihr auch das Innere des Schiffes nach eigenem Gutdünken begutachten dürfen. Dann senden wir einen Entsatz und wir lassen die Schiffe auf der Position stehen, wie sie sind, und interagieren mit Ruderbooten. Vielleicht würde Fräulein Svanjot hier, würdet ihr die Menschen durch unser Schiff führen? Ja, mal rumführen und ihnen zeigen, dass wir wirklich nicht mehr anbieten können? Nicke? Ihr seid der aktuelle Kapitän? Ja. Dann begleitet mich doch etwas und speist mit mir unter Deck. Während die anderen sich um euer Schiff kümmern. Sehr gern. Ich richte mich dann auf. Fiona? Ja? Keine Zwischenfälle. Ist mir egal, wie unfreundlich oder unhöflich oder ungemacht die sind. Wieso ich das Schiff? Nicke freundlich und lasse sie wieder raus. Wir können uns keine Schwierigkeiten erlauben. Ihr seid jetzt in der Position, hier alles zu verhandeln. Richtig, und ich versuche es in einem Maße zu tun, bei dem ihr hinterher nicht wieder den ganzen Tag am Maulen seid. Habt ihr mich also gerade reden gehört, Jalan? Also beruhigt euch da, okay? Macht ihr eure Rolle, ich mach meine. Bis wir die wieder los sind, die Lacker. Ja. Gut. Ja, den anderen ist dann höchstwahrscheinlich klar, dass dieses Dinieren unter Deck mit dem Korvettenkapitän, es ist quasi sowas wie ein Geisel. Das heißt, wenn irgendetwas auf eurem Schiff passieren sollte, dann fehlt euch der Kapitän Jala. Wenn natürlich nichts passiert, dann wird er nur freigelassen. Aber was folgt, ist ein, ja, ich sag einfach mal 2 Stunden lang. Es ist ja schon ziemlich spät dann in der Nacht. Immer noch fällt Schnee. Aber Jalan wird dann mit sehr, sehr, ich sag einfach mal, minderwertigen Gesprächen dann bei Laune gehalten. Bericht über das Wetter und wie man denn zu dem Borbradianischen Kriegen stand und was wo wann passiert ist, beziehungsweise wo man denn gedient hat und welchem Adelshaus man denn angehört. Es ist absolut belanglos und dient einfach nur dazu, dass es nicht unhöflich ist. Aber ja, allen sollte klar sein, hier geht es nur darum, die Zeit zu schinden. Das sind halt die Gepflogenheiten der Etikette, da muss man durch. Richtig. Wir brauchen Freiwillige, meldet sich jemand? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, du bist entbehrlich, sag ich jetzt einfach mal ganz so. Man hat natürlich noch ein paar andere Leute, die dann auch im Ausguck stehen könnten. Und wenn du dich freiwillig meldest, dann kommst du auch auf die Liste der Leute, die im Ruderboot nach drüben fahren. Und dort folgt dann eine Beschreibung der Arche. Zusammen dann auch mit dem Leutnant Alexei, der euch dann begleitet. Ein Händler, demjenigen gehört wohl auch die Kogge. Leonardo der Große, wie er sich selber nennt, wird euch begleiten und inspiziert dann die Schiffe, denn, naja gut, der wird sicherlich wissen, was noch im Bauch seiner Kogge an Platz ist und was bei euch so ein bisschen überzählig ist. Dazu allerdings nach der Pause.